Tja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead Space. Okay, wir haben ja letztes Mal gespeichert und müssen den Weg wieder zurücklegen, weil wir hier schon waren. Wir fahren wieder mit dem Fahrstuhl nach oben und schauen dann einfach mal, was uns weiter erwartet. Na komm, drück das Knöpfchen. So. Wir hatten ja schon ein bisschen was erledigt beim letzten Mal, aber da ja kein Speicherpunkt da war, musste ich ja nochmal ein Stück zurücklaufen. Genau, hier waren wir im Shop und an der Bench. Und wenn wir uns jetzt hier umschauen, ah, da haben wir jetzt eine Bahn. Nachgeladen haben wir, hoffentlich. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wo es uns jetzt hier hinführt, Leute. Oh, Kapitel 1, Neuzugänge abgeschlossen. Das ist ja schon mal etwas. Fortschritt speichern? Ja. Machen wir das gleich auf den ersten Slot. Ja. Und jetzt geht's wieder ab. Wissenschaftsdeck, Krankenstation. Na, ich denke mal, jetzt wird es dann langsam härter werden. Weil da in der Krankenstation vermute ich ja mal, dass hier so einiges auf uns zukommen wird. Oh, Isaac. Was ist das? Da bewegt sich was. Wir schauen uns erstmal vorsichtshalber um hier. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? Ich will mich zum Shuttle bringen. Oh. Mhm. Wieso funktioniert das hier nicht? Tja. Irgendwie funktioniert ja. Doch, es geht. Sehr schön. Okay, das Funzhäuser. Aber erstmal schauen wir uns hier noch um. Diesen Leichensäcken hier traue ich ja auch nicht so richtig über den Weg. Ich würde mich nicht wundern, wenn da noch einiges rauskommt. Ja, gehen wir doch mal hier in den Shop. Vielleicht haben wir auch hier noch eine Möglichkeit, etwas zu kaufen. Aber wir haben nur 400 Credits, also können wir das mal ganz locker vergessen, Leute. Okay. Das heißt, wir müssen hier erstmal Platz schaffen. Okay, denn ich gehe mal in der richtigen Annahme, dass ich da hinten hin muss. Okay. Da liegt auch noch wieder was. Okay. Also gehen wir nochmal schnell in den Shop. Dann haben wir nämlich den Flammenwerfer zur Verfügung. Ich weiß allerdings nicht, ob der sehr sinnvoll ist.
Neues Objekt, genau. Den können wir uns eh nicht leisten. 11.000, also da sind wir noch weit, weit von entfernt, Leute. Okay, aber die Zeit drängt. Wir müssen uns beeilen. Neue Aufgaben warten auf uns. Hupsa. Isaac, sind wir noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Ja, die Junge. Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ja, fein. Da ist schon wieder ein Shop. So, wo ist denn unsere Aufgabe? Da liegt unsere Aufgabe. Credits 3000. Was haben wir hier noch? Nochmal 1000. Bäh. Irgendwie fliegen hier die Fliegen. Auch das können wir gebrauchen. Bevor wir unseren Weg fortsetzen, wird hier erstmal fix gespeichert, Leute. Auf die Schnelle. Nehmen wir einen neuen Slot. Ups. Tja, Isaac. Shop. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir gehen hier rein. Los, mal auf das Ding hier. Ja. Okay. Der stellt keine Bedrohung dar. Aber ich traue hier keiner Leiche. Und hier liegen so einige rum. Ja. Hier lacht noch irgendwas. Eine Stasi-Station. Das ist natürlich super. Die brauchen wir nämlich jetzt ganz nötig. Okay. Hier sind wir schon mal drin. Hauptlabor. Moment, sieht noch alles recht friedlich aus. Schauen wir mal erstmal in das Schränkchen hier. 1100 Credits nehmen wir. Wo müssen wir lang? Da hinten müssen wir hin. Die Tür ist geschlossen. Oh, hier liegt auch noch irgendetwas. Plasma-Energie. Oh, Inventar ist voll. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Weg mit dir, du. Bats von Latz. Dreckspack. Bam. Los, komm. Jetzt gibt's richtig ein von Laden hier. Nachladen. Lad nach. Boah, verdammt. Da war ich zu spät, Leute. Ja, der Nahkampf war dann vielleicht doch nicht so geschickt. Also müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders gestalten. Ich lasse mich doch von diesen Mutanten hier nicht fertig machen. Es wäre wohl noch schöner. Also dann, Jungs. Auf geht's.
zeigt euch. Übelste Typen. Okay. Ja. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Okay. Isaac, lauf! Lauf, 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 lauf. Lauf. Und lad nach. Pah. Pah. Reicht's ja immer noch nicht hier, Spinner. Boah. So eine widerlichen Fleischmagen hier. Kann ich nicht aufnehmen. So. Tja. Komme ich nicht ran. Hört sich ja eklig an. Okay, wo geht's lang? Da geht's weiter. Ah! Lastenaufzug. Na, ich glaube nicht, dass das schon alles war. Wo müssen wir hin? Da müssen wir rein, da ist aber zu. Wir schauen uns hier erstmal um. Noch einer von denen? Alles voll. Tja. Schwer zu sagen. Jetzt geht doch weg, ihr Missgeburten. Oh, lauf, Isaac, lauf. Puh. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt lauf doch, Isaac, und lad endlich nach hier. Oh. Quarantäne aufgehoben. Meine Güte. Puh. Erstmal hier Medipack nachlegen. Quarantäne aufgehoben. Meine Fresse. Himmeldonner. Wetter. Die haben mich jetzt aber echt sauer gemacht hier. Halt. Da ist noch ein Medipack. Können wir gleich noch eins nachlegen.
Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ja, ich schaue mich erstmal um. In der Hoffnung, dass alles besser wird. Okay, einmal im Kreis gelaufen. Tja, es sieht nicht so aus, als wenn da noch irgendwas von Interesse für uns dabei wäre. Aber jetzt kommen wir hier rein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gehen wir erstmal in die Schränke spionieren. Die sind ja schon lässig, die Viecher hier. Na komm. Isaac. Ich traue hier niemanden. Ich bin auf dem richtigen Weg. Tja, Junge. Bitte warten. Bitte warten. Jetzt ist geöffnet. Also stellen wir uns den Dingen, die hier sind. Mich auch. Inventar ist voll. Sind wir hier noch auf dem richtigen Weg? Ja, ich muss da hoch. Oh oh. Ich hab's ja geahnt, es wird hier mehr. Verpiss dich, du Mistmade. War ja klar. Eine kleine Speicherstation, das wäre jetzt mal irgendwie nice. Thermit. Das nehmen wir doch mit. Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ja. Ich höre es schon die ganze Zeit kommen. Ja. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wieder weiter, aber ich sage ja, ein Speicherpunkt wäre jetzt nice. Ah, nix ist, ihr Missgeburten aus der Hölle. Ich sollte vielleicht wieder anfangen, mehr mit Stase zu arbeiten. Das könnte ganz nützlich sein. So. Jetzt sind wir natürlich ein wenig angeschissen hier.
Da müssen wir rein. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Wir sind nämlich schon wieder bei über 20 Minuten, Leute. Ja, und es kann hier nur böse Überraschungen geben. Schießen. Tja, sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Hollala. Textlog. Ja Leute, wenn ihr das alles lesen wollt, dann müsstet ihr das Gameplay mal kurz auf Pause stellen. Aber ich für meinen Teil. Ja, jetzt haben wir natürlich hier die optimale Konstellation. Mir ist es egal. Ich setze hier einen Knoten ein. Na los, komm. Ich bin so frei und nutze meinen Energieknoten. In der Hoffnung, ist es safe? Oh, ich weiß es nicht. Oh ja, schönes. Plasma-Energie. So, was haben wir hier? Noch ein Audiolog. Ein Halbleiter Gold. Oh, jetzt ist mein Inventar voll. Was machen wir? Halbleiter Gold aufheben. Okay, kriegen wir den auch noch jetzt? Nein, jetzt sind wir vollgepackt. Wir haben noch einen Audiolog. Wir haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gültig. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Warum sterben Menschen? Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terry? Ja? Bist du Ekelpaket? Gibt's es? Boah. Was haben wir hier noch Schönes? Okay, die Bench hilft uns jetzt nicht wirklich weiter, aber wir müssen da lang. Okay. Isaac, wir haben es eilig. Aha. Schauen wir erstmal hier rein. Das ist doch ein Energieknoten, genau.
Die Drecksviecher kommen auch überall her. Das ist nicht nett. Oh Leute, schon 25 Minuten. Wie? Ah. Now it works. Okay. Fahren wir nach oben. Ich brauche aller dringendst einen Speicherplatz. Ah. Okay. Wir bauen uns eine Brücke. Isaac, nachladen. Kannst du nicht nachladen? Na. Okay, hier haben wir noch ein paar Schuss. Auch nicht gerade die Welt. Oh, komm, hast du noch irgendwas für uns parat hier? Nee, Drecksack. Komm, gib her. Inventar ist voll, Inventar ist voll. Okay. Auf die Tür hier. Also, es geht nur hier rein. Na, super. Inventar voll, das will ich gar nicht lesen. Puh. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Ja, Leute, das ist nice. Warum geht es nicht? Zero G Bewegung, ja. Ja, jetzt. Aber doch hier irgendwie. Wieso kann ich nicht springen? Warum macht er das nicht?
Verstehe ich nicht. Ja, das ist schön. Ja, Leute, irgendwie haut hier irgendwas nicht hin. Warum auch immer. Ich kann hier nicht runter und das, was er mir anzeigt, tut er nicht. Nein, das Inventar wollen wir auch nicht. Weil hier sollte ich eigentlich abheben können. Aber es funktioniert nicht. Schwerkraft offline, ja, schön. Was auch immer das hier ist. Ha. Aber ich komme hier nicht weg. Okay. Leute, ich beende das erstmal. Ich hoffe, ich löse das Problem bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play Dead Space. Ciao, euer Dirty Harry.